Unglaublich auch die nächste Geschichte. Da gibt es in Essen einen Vermieter, der sagt, ich möchte eine Wohnung gerne an Flüchtlinge abgeben und wendet sich mit seinem Angebot an die Stadt. Und wie reagiert die nun? Nicht mit einem Prima oder Dankeschön, sondern die schicken erstmal einen Katalog mit Auflagen, die da erfüllt werden müssen. Toplage, Luxusbad, Terrasse mit Garten. Diese Souterrain-Wohnung in Essen-Kettwig ist ein kleiner Traum. Erst recht wohl der von vielen Flüchtlingen, die aktuell in Turnhallen und Zeltstätten schlafen müssen. Gerhard Pühl-Massing würde diese 50 Quadratmeter deshalb gerne genau an diese Menschen vermieten. Doch als Antwort auf sein Angebot an die Stadt bekommt der 62-Jährige erstmal eine lange Liste mit Auflagen, die erfüllt sein müssen, bevor überhaupt jemand zur Besichtigung kommt. Da ist man erstmal ziemlich wütend und ich habe es auch wirklich in unserem Bekanntenkreis rumgezeigt, habe gesagt, guck, das ist die Reaktion. Man bietet an und sowas bekommt man. Und einhellig war die Meinung, die wollen nicht. Das war das Gefühl. Energieausweis, Keller oder Dachboden und am besten Kabel- oder Satellitenanschluss. Muss das in Anbetracht der großen Not wirklich alles sein? Wir fragen bei der Stadt Essen nach. Zum einen sind es gesetzliche Regelungen oder Sicherheitsvorschriften, die wir natürlich einhalten müssen, immer. Und dann sind es darüber hinaus eben auch Standards, die wir einhalten müssen, damit wir auf einmal Flüchtlinge nicht in irgendwelchen Schrottimmobilien unterbringen. Von einer Schrottimmobilie ist das aber doch weit entfernt. So viel Bürokratie scheint mal wieder typisch deutsch. Die Essener haben dafür wenig Verständnis. Gerade jetzt, wo einfach Not am Mann ist, sollte man da vielleicht ein Auge zudrücken. Das geht einfach nicht. Denn wir haben ja hier Zeltstädte auch teilweise. Die Leute können ja nicht im Winter da drin bleiben. Also müssten eigentlich auch solche Dinge ganz schnell vonstatten gehen. Grundsätzlich ist natürlich schon aufgrund der Notlage, sollte man da sicherlich vielleicht Bürokratie mal ein wenig zurückstellen. Denn zu viele Regeln können auch ausbremsen. Das ist ja die Gefahr. Irgendwann spricht sich rum, die Stadt will gar keine Wohnungen oder macht da so Riesenauflagen. Na gut, dann vermieten wir sie lieber an andere Leute. Gerhard Pühl-Massings hätte sich jedenfalls gewünscht, dass sein großzügiges Angebot herzlicher aufgefasst worden wäre. Dass sie sagen, okay, wunderbar, wir gucken uns die Wohnung mal an. So, das zuerst. Und dann sagen wir, ja, das bräuchten wir vielleicht noch oder das und das. Oder hier, die Möbel müssten drin sein. Er will aber nicht aufgeben, noch einmal mit der Stadt sprechen und sich durch den Bürokratiedschungel kämpfen, damit diese Wohnung vielleicht bald wirklich das neue Zuhause einer Flüchtlingsfamilie wird.